Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles um den Blutdruck. Was ist das, warum er wichtig ist und wie man ihn misst? Doch zuerst einmal das Intro. Also bevor ihr denkt, Blutdruck, was hat das mit mir zu tun, lasst mich euch kurz abholen. Der Blutdruck ist quasi die Kraft, mit der euer Blut durch die Gefäße gepumpt wird. Stellt euch das wie einen Gartenschlauch vor. Je mehr Druck, desto stärker spritzt das Wasser. Und unser Herz? Das ist die Pumpe, die das Ganze antreibt. Klingt schon mal ganz spannend, oder? Okay, jetzt kommen wir zu zwei fancy Begriffen. Systole und Diastole. Hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Wenn das Herz sich zusammenzieht und das Blut rausschießt, nennt man das Systole. Man sagt auch Anspannungs- oder Ausströmungsphase. Wenn das Herz sich dann entspannt und wieder mit Blut füllt, ist das die Diastole. Der Druck sinkt, es herrscht quasi Ruhepause. Also Systole Action, Diastole Entspannung. Warum messen wir überhaupt den Blutdruck? Nun ja, wenn man wissen will, ob das Herz gesund pumpt oder ob es zu viel oder zu wenig Druck gibt. Typische Situationen, in denen der Blutdruck gemessen wird, wären Verdacht auf Bluthochdruck oder auf zu niedrigen Blutdruck, zur Überwachung im Rahmen bestimmter Erkrankungen, wie der koronaren Herzkrankheit oder der Herzinsuffizienz, um dabei die Herzfunktion und Wirksamkeit der Medikamente zu beurteilen. Nach Operation, zur Früherkennung von Komplikationen wie Nachblutungen zum Beispiel, denn hier würde der Blutdruck sich stark senken. In Notfallsituationen, wie bei einem Kreislaufzusammenbruch, hier zeigt sich der Blutdruck auch niedrig. Während der Schwangerschaft wird auch bei jedem Frauenarztbesuch der Blutdruckwert erhoben, so wie bei Risikopatienten. Dies wären zum Beispiel Menschen mit Übergewicht oder mit Bluthochdruck in der familiären Vorgeschichte. Wie lässt sich der Blutdruck erheben? Es gibt die direkte und indirekte Blutdruckmessung. Zu den indirekten Messmethoden zählen zwei, die ich euch gleich noch ausführlich schildern werde, nämlich der auskultatorischen und der palpatorischen. Dazu gibt es noch die digitale Blutdruckmessung, welches über ein automatisches Messgerät abläuft. Das werdet ihr vor allem im Heimgebrauch sehen können, da das die Patienten selbst durchführen können. Diese Messmethode nennt sich die oszillometrische Blutdruckmessung. Ebenso kann der Blutdruck invasiv erhoben werden. Also dabei ist ein Messfühler direkt in einer Arterie angebracht. So etwas werdet ihr nur auf Intensivstation oder im OP sehen. Okay, und jetzt der praktische Teil. Wie misst man den Blutdruck manuell? Starten wir mit der auskultatorischen Blutdruckmessung. Auskultation kommt hier von Abhorchen. Dafür braucht ihr eigentlich nur drei Sachen. Eine Manschette, das ist das Teil, das euch am Arm so schön das Blut abdrückt, ein Stethoskop und ganz wichtig, euren Arm. Die Manschette kommt oberhalb des Ellbogens auf euren Oberarm. Dann wird sie aufgepumpt, bis die Arterie kurz abgedrückt wird. Keine Sorge, tut nicht weh. Sobald ihr durchs Stethoskop nichts mehr hören könnt, ist der Druck der Manschette stärker als der Blutdruck. Legt das Stethoskop auf die Brachialarterie in der Ellenbeuge. Dann lasst ihr langsam die Luft raus. Damit wird der Druck in der Manschette langsam niedriger. In dem Moment, in dem der Blutdruck höher als der der Manschette ist, könnt ihr durch das Stethoskop einen Ton hören. Den Herzschlag. Das ist die Systole. Wenn dann gar nichts mehr zu hören ist, haben wir die Diastole. Easy, oder? Ihr könnt den Blutdruck auch ganz ohne Hören bestimmen, nämlich mit der palpatorischen Blutdruckmessung. Palpation kommt hier vom Tasten. Fühlt den Puls an der Arteria radialis am Handgelenk. Blast dann die Manschette auf, bis ihr dort keinen Puls mehr spüren könnt. Dann ist der Druck der Manschette wieder höher als der Blutdruck. Lasst dann langsam die Luft aus der Manschette und schaut, wann ihr den Puls wieder spüren könnt. Dieser Wert ist die Systole. Leider lässt sich mit dieser Messmethode die Diastole nicht bestimmen. Diese Methode hat Riva Rocci, ein italienischer Mediziner, erfunden. Daher hat der Blutdruck auch die Abkürzung RR bekommen, für Riva Rocci, wie ihr vielleicht schon feststellen konntet. Erst ein russischer Arzt mit dem Nachnamen Korotkov verbesserte die Blutdruckmessung so, dass man auch die Diastole ermitteln konnte. Die Pumpgeräusche des Blutflusses, welche durch das Stethoskop vernommen werden können, werden daher auch Korotkov-Geräusche genannt. Außerdem ist es wichtig zu erwähnen, dass damals, als die Blutdruckmessung erfunden wurde, der Druck mithilfe einer Quecksilbersäule gemessen wurde. Deshalb wird der Blutdruck in Millimeter Quecksilbersäule angegeben. Was ist jetzt eigentlich ein normaler Blutdruck? Das hängt vom Alter ab. Hier ein paar Richtwerte. Aber keine Panik, wenn ihr mal leicht abweicht. Das passiert oft. Wichtig ist nur, dass der Blutdruck nicht ständig zu hoch oder zu niedrig ist. Was, wenn der Blutdruck aus den Fugen gerät? Jetzt wird's spannend. Auf der einen Seite haben wir die Hypotonie. Der Blutdruck ist zu niedrig.
Das fühlt sich an, als ob ihr die ganze Zeit müde oder schwindelig seid. So wie nach einer durchgefeierten Nacht. Nur ohne Party. Man spricht von einem hypotonen Blutdruck, wenn der systolische Blutdruckwert unter 100 mm Quecksilbersäule ist. Auf der anderen Seite haben wir die Hypertonie. Der Blutdruck ist zu hoch. Verwechsel diese beiden Begriffe nicht. Hypo beschreibt immer etwas zu Niedriges und Hyper immer etwas zu viel. Diese Silbe am Anfang gibt euch immer einen kleinen Einblick in das Problem. Diese Blutdruckabweichungen merkt man oft gar nicht direkt, aber auf Dauer können sie echt gefährlich für Herz und Gefäße werden, zumindest der Bluthochdruck. Ein zu niedriger Blutdruck wird euch eher sehr müde und leistungsarm halten. Okay, ihr wollt den Blutdruck messen, aber Achtung, es gibt ein paar klassische Fehlerquellen, die das Ergebnis verfälschen können. Nicht ruhig sitzen, ja, beim Blutdruckmessen ist Bewegung wie Schummeln. Kaffee oder Zigaretten vorher, das pusht den Blutdruck ordentlich nach oben. Der Daumen sollte nicht auf dem Stethoskop sein, denn das kann dazu führen, dass ihr euren eigenen Herzschlag hört. Reden während der Messung. Das Blut schießt hoch, wenn ihr redet, also immer die Ruhe bewahren. So Leute, jetzt seid ihr Blutdruckprofis. Ihr wisst, was Systole und Diastole sind, wie man richtig misst, was die Normwerte sind und worauf ihr bei der Messung achten müsst. Und nächstes Mal, wenn jemand fragt, hey, kann hier mal jemand den Blutdruck messen, könnt ihr mit eurem Können glänzen. Danke fürs Einschalten. Dann wünsche ich euch noch frohes Üben und vergesst nicht, Medizin kann so einfach sein.